Das ist schon wieder zu schnell. Das gibt's auch nicht. Jo, boah, das Mal, was man vorhin gesehen hat, war ja viel zu schnell. Und jetzt würde ich einfach hier mal den Distanzring einbauen. Also den von 10 mm. Ja, und jo, ja. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Na? Damit ja auch alle mal sagen können, ja, wir haben ein Video und so, ne? Ja, und dann kommt jetzt wie immer das Blockierwerkzeug drauf. Na? Ja. Dann kann man das hier alles schön lösen, trotz dass es sehr, sehr warm ist. Nur weil ich gerade gefahren bin, war nämlich noch tanken. Heiß. Heiß. Noch mal, noch mehr heißer. Uiuiui. Ach Mann, wo ist denn der jetzt, ey? Distanzring, wo bist du? Na egal, finden wir schon wieder. Das hier ist der, den ich einbauen möchte, also der mit 10 mm. Na, das ist der. Dann kommt das jetzt wieder hier alles schön drüber. Das sind hier übrigens zwei Unterlegscheiben. Ja, die kommen jetzt wieder hier rein. Dann kommt hier unser Freund der Keilriemen drüber. Und jetzt nur noch Riemenscheibe drauf geknallt. Und jetzt einmal das. Und ja, den Rest jetzt dann wieder anziehen. Und ja, nur noch zusammenschrauben. Zusammenbauen. Und ja, jetzt eigentlich nur noch eine Testfahrt machen. Ja, ich zeige euch das mal ganz kurz. Das heißt, ich muss den noch mal umbauen. Ja. Oh Mann. Naja, in diesem Sinne würde ich mich dann noch mal wieder verabschieden von meinem neuen Handy aus und ich fahre jetzt wieder nach Hause, weil es könnte anfangen zu regnen, glaube ich. Und ja, na, dann würde ich sagen, dann bis die Tage und ja, haut mal rein.